Ja, liebe Community, das ist jetzt schon fast Tradition geworden, dass wir zum Jahresende, zum Jahreswechsel uns nochmal zu Wort melden. Wir gehen jetzt ins fünfte Jahr. Lieber David, was ist dein Eindruck, ja, zu dieser Zeit? Ja, 5 Jahre ist viel Zeit. Und vor 5 Jahren haben wir damals DigiHealth Talk gegründet, einen YouTube-Kanal mit über 1200 Abonnenten, 150 Videos, wo wir vielen eine Bühne gegeben haben, die die digitale Medizin voranbringen. Und wir feiern nächstes Jahr auch fünfte Jahr Zukunftsmedizin. Ja, und wenn man diese ganzen Beiträge sich nochmal ansieht, dann sieht man wirklich, dass sich manche durchgesetzt haben, dass sie total Erfolg hatten in ihrem Business. Das freut uns natürlich. Meine Frage ist aber an dich, lieber David, wie ist die Zeit jetzt? Haben wir mit den 5 Jahren eigentlich den Punkt erreicht, wo jetzt die digitale Transformation wirklich greift? Ich kann es ganz gut, bei meinem letzten Buch hat Susanne Ojczegowski vom BMG einen Vorwort, Geleitwort geschrieben und sie nennt das aktuell als Bergaufstieg, wo wir losgelaufen sind, aber den Gipfel noch etwas vor uns haben und auch die Ersten sind, die in der digitalen Medizin losgelaufen sind. Das heißt, wir gehen schon teilweise in Pfade, wo andere Länder zum Beispiel schon längst unterwegs sind, aber wir haben uns zumindest auf den Weg gemacht und sind da, glaube ich, guter Hoffnung, dass was passiert und ja, mal schauen, was aus Berlin passiert. Ja, ich glaube, da ist viel angestoßen und wir müssen eben sehen, dass wir nicht nachlassen in der Geschwindigkeit, dass wir alle gemeinsam noch stärker einfordern, dass es zu diesen Veränderungen kommt. Aber auch mit unseren Formaten Zukunftsmedizin hat sich doch wirklich eine ganze Menge verändert. Und nächstes Jahr ein Big Bang Festival angedockt quasi. Zukunftsmedizin ist ja Teil des Big Bang Festivals. Wollen wir bis zu 5000 Menschen erreichen in Form eines Festivals? Letztes Jahr oder dieses Jahr 2020 war Proof of Concept. Wie fandst du es? Ja, ich fand das super, war eine super Location natürlich. Das Kolosseum in Essen, wenn ihr das nicht kennt, dafür lohnt es sich schon vorbeizukommen. Wenn ich überlege, wir hatten den Ruhrkohlechor da und haben dann den Bogen geschlagen zu digitale Musik. Meine Güte, was war das für ein Riesenevent? Riesenfestival nächstes Jahr noch größer, noch bedeutender und gerne schon jetzt eingeladen im September. Und wir haben wieder publiziert, weil ich meine, wir beide schreiben auch gerne. Jochen, du hast vor kurzem das Buch Das kranke Krankenhaus oder So krank ist das Krankenhaus herausgebracht. Was war da die Resonanz vielleicht? Resonanz war gut, ist natürlich so ein Thema, das sich jetzt in den nächsten Monaten noch weiterentwickeln wird. Wir werden mehr und mehr erleben. Es kommt zu Insolvenzen von Krankenhäusern. Und ich glaube, man muss es nicht nur an der Marktwirtschaft beobachten, sondern das Beste wäre natürlich, man hätte einen Plan und würde dann geplant in diese Krankenhauszukunft gehen. Ja, daran arbeiten wir etwas. Genau, und wir haben ein gemeinsames Buch geschrieben, was viele nicht wissen, die letzten Jahre, seit 2019. Und der Titel heißt so ähnlich wie unser YouTube-Kanal, so viel können wir verraten. Und das Buch ist fertig, es liegt beim Verlag. Und das wird auch was Besonderes, weil wir es selber geschrieben haben. Kein mehr Autorenwerk, sondern ein selbstgeschriebenes Werk, wo rund 60 Kurzgeschichten beschrieben werden, wie Digitalisierung vom Baby bis zum Tod, bis zum unendlichen Leben, das Leben uns von uns allen verändern wird. Ich freue mich riesig drauf. Das sind ja so Dinge, die schleppt man immer mit sich rum. Dann sitzt man irgendwo im Flugzeug, dann arbeitet man wieder ein bisschen dran und dann haben wir jetzt noch mal richtig Gas gegeben. Ja, wenn das dann fertig vor einem liegt, ist das ein Riesending. Und zuletzt vielleicht noch erwähnt, unser neues Format, 10XD, das ist mittlerweile eine Firma, wo wir innovative Formate im Gesundheitswesen anbieten. Wir sagen mal, das Jochen Schweizer im Gesundheitswesen. Der Vorname ist rein zufällig. Genau, rein Ja. zufällig. Aber es ist klar, worum es gemeint ist. Es geht um Exklusivität, Netzwerke, berufliche Netzwerke, Freundschaften vielleicht, tolle Events, die dazu führen, dass Projekte angestoßen Und da werden. bin ich total froh, dass Alexandra Jorzig, die Professorin ist, gerade auch im Bereich Medizinrecht, gemeinsam mit uns das macht, weil wir damit die ganze Juristerei, die Ökonomie und auch ja, das Arztwesen, das Medizinerdasein zusammenbringen können. Genau, ergänzt durch Adam Gründer, der Geschäftsführer ist von 10XD, bilden wir auch die Industrie ab und haben da Events geplant, zusammen mit Cisco zum Beispiel in Dortmund bald in einem UFO. Danach haben wir verschiedene Mental Health Veranstaltungen am Kloster in München geplant und eben noch größere Formate wie die Digital Health Pro, die wir mit unterstützen am Messe Hannover. Eine große Messe mit 3000 Leuten, wo wir die Digital Health Szene mal wieder eine schöne Bühne präsentieren wollen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir zusammenkommen, dass wir unsere Gedanken austauschen und dass wir auch über solche Formate bestimmte Leute zusammenbringen, die eigentlich zusammengehören.
Und ja, das nutzen wir eben auch auf diesem Weg. So, und zuletzt vielleicht noch unser Essener Projekt zum Thema Crawling. Auch das geht voran, da werden wir konkret Anbieter miteinander vernetzen. Und da passiert sehr viel im Ökosystem Nordrhein-Westfalen. Aber wir sind zufällig in Nordrhein-Westfalen, haben aber einen Blick nach Deutschland, nach Europa. Und ich glaube, auch größere Projekte werden mehr ein Miteinander zeigen, wo wir aus dem Ruhrgebiet, aus NRW hinaus eben die Brücken bauen. Ganz zum Schluss kommen jetzt unsere Wünsche und Grüße zum neuen Jahr. Bleibt gesund und alles, alles Gute für euch. Geht mit uns weiter den Weg Digital Health, weil wir einfach mit der Digitalisierung die Gesundheitsversorgung besser machen. Vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Wir sehen uns spätestens in Essen und vielleicht vorher schon. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.